Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Björn und ich wollte euch mal zeigen, wie man innerhalb von 10 Minuten sich ein schönes, leckeres Mittagessen zubereiten kann, das auch noch gesund ist, ohne dass man Pizzataxi ruft. Denn Pizzataxi geht auch schnell und 10 Minuten, meistens brauchen es länger, aber so lange brauchen wir gar nicht. Ja, hier sehen wir schon zwei der wichtigsten Zutaten und zwar einmal hier unseren Boiled Rice. Der kocht schön im Wasser, das kann der von alleine, da muss man nicht wirklich viel nebenstellen, außer es spritzt. Oh Gott, ich habe gerade die Herdplatte gestern geputzt. Dann habe ich hier Brokkoli, ich nehme mal TK-Brokkoli, wenn ich keinen frischen gekauft habe und da ich keinen frischen mehr habe, habe ich noch TK-Brokkoli, den erhitze ich immer leicht. Man muss bei Brokkoli wirklich aufpassen, dass man den nicht tot kocht, dann schmeckt der nicht. Ja, und das dritte, schönes frisches Hähnchen, Brustfilet. Ich habe schon ein bisschen hier rumgeschnitten, Sehnen oder sowas. Also wenn ich da was sehe, das schneide ich raus. Ja, das Fleisch, wie gesagt, habe ich schon vorher gewaschen. Das finde ich immer sehr wichtig, auch wenn ihr so ein Fleisch oder so holt. Packt es aus mit kaltem Wasser, einmal waschen und mit einem Tuch trocken tupfen. Und dann schaut ihr natürlich so, dass die Fleischstücke schön aussehen. Ihr schneidet das weg, was ihr nicht mögt. Manche mögen dann Fett oder sowas nicht und schneiden es halt raus. Und dann ist es eigentlich ganz einfach. Jetzt mache ich heute mal kleine Würfelchen. Müsst ihr gucken. Zack, so. Ja, gut, das Messer ist scharf. Einfach in Streifen schneiden mache ich das immer. Einmal in der Mitte durch, soll nicht zu groß sein. Ist jetzt auch eine Person, ist auch jetzt eine Portion für zwei Personen. Das heißt, normalerweise esse ich nicht so viel Geflügel auf einmal. Also für mich persönlich brauche ich nicht so viel. So, dann könnt ihr das nochmal so hier durchschneiden. Ich hätte ein größeres Messer nehmen sollen, fällt mir gerade auf, ein längeres. Ich nehme gerne Hähnchenbrustfilet, von mir aus auch Hähncheninnenbrustfilet. Aus dem einfachen Grund, es schmeckt am besten, es schmeckt mir am besten. Hähnchenschenkel, Hähnchen, was gibt es denn noch? Hähnchenschenkel, Flügel oder sowas, mag ich nicht so gerne. Ich kaue nicht so gerne die Knochen ab. Das ist einfach der Grund, so, warum ich es nicht oft esse, beziehungsweise ganz selten. So, jetzt haben wir hier wieder. Ich finde, das Wichtigste bei dem Fleisch ist die Würzung. Und da gebe ich euch mal einen Tipp. Es gibt ein Gewürz, das heißt Fleischgewürz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es zeigen kann. Ihr wisst ja wieder, man muss ja tierisch aufpassen, dass man keine Werbung oder sowas macht. Auf jeden Fall gibt es das Gewürz, das heißt Fleischgewürz. Ich zeige es euch mal. Moment. Gebratenes Fleisch. Ich kriege es jetzt nicht fokussiert und ich will jetzt auch mal meinen Siff hin. Da. Gebratenes Fleisch heißt das. Und gerade wenn man so kocht, dass man nicht viel Fett oder sowas nutzt, ist das eine super Sache. Denn es gibt dem Fleisch einen schönen Geschmack. Da muss man dann keine Soße oder so dazu machen, sondern kann das einfach schön würzen. Ich würze übrigens immer gegen Ende und zusammen in eine Pfanne tun. So, jetzt kommt natürlich der nächste Schritt, was natürlich klar ist. Hier steht sie schon bereit, meine Pfanne. Da kocht noch der Reis und alles, aber für uns ist jetzt wichtig, dass wir ein bisschen Fett reintun. So, das ist eine schöne 100 Kalorien, glaube ich, von der Größe her Portion. Kokosöl. Bei Kokosöl müsst ihr gucken, im Sommer wird das immer lustig flüssig, wenn es zu warm ist. Ja, jetzt warten wir auf jeden Fall, dass die Pfanne heiß wird. Dann tun wir das Fleisch rein und dann dauert es schon gar nicht mehr lang. Der Reis müsste auch bald fertig sein. Der Brokkoli kocht schön und kann man schon anrichten. Für alle, die jetzt sagen, hier so ein großes Stück Öl oder sowas, beziehungsweise Kokosfett nehmt ihr nicht. Müsst ihr nicht. Ich mache es einfach. Fett ist ein Geschmacksträger. Ich trage mir das Fett auch ein. Und Fett ist nicht unbedingt immer negativ. Das darf man nicht vergessen. Fette Öle haben zwar viel Kalorien, sind aber nicht unbedingt immer negativ behaftet. Ja, jetzt haben wir die Pfanne schön aufgeheizt. Und dann geht es schon los. Rein da mit dem guten Fleisch. Das ist übrigens ein ziemlicher Klassiker hier, Brokkoli, Reis und Geflügel. Die meisten machen es mit Pute. Ich mag Pute nicht so gern. Die Puten, die haben manchmal einen Eigengeschmack. Das ist total bäh. Jetzt brate ich das mal ganz gern schön scharf an von beiden Seiten, beziehungsweise von allen Seiten, dass das schön durch ist. Und da das jetzt so laut wird beim Braten, sehen wir uns danach wieder. Gut, wie ihr seht, sind wir jetzt soweit fertig. Das heißt, das Fleisch werden wir jetzt einfach schön damit ertränken sozusagen. Wenn ihr das Gewürz mal habt, dann werdet ihr wissen, was ich meine, weil das schmeckt echt. Das wertet das ganz schön auf, das Essen. Den Reis habe ich jetzt schon fertig in den Teller getan. Da nehme ich nur die Hälfte von. Brokkoli ist auch schon bereit. So, und dann kommt die Zubereitung. Wisst ihr, wenn ich ein Bild für Instagram mache oder sowas, dann muss das natürlich
besonders ausschauen. Muss es natürlich beim normalen Essen jetzt nicht. Kann man machen, aber muss nicht. So, jetzt haben wir hier schön den Brokkoli noch drauf. Brokkoli ist sehr gesund, nicht vergessen. Und dann kommt am Ende noch das Fleisch. Ja, natürlich fällt immer was daneben. Aber ich halte meine Küche immer sauber. Zack, hier, schaut her. Ja, da habt ihr eine super Portion. Brokkoli, Hühnchenfleisch und Reis. Perfekt. Kann man jeden Tag essen, ist immer gleich gesund und schmeckt einfach köstlich. So, jetzt seht ihr auf jeden Fall, wie ihr eine vitaminreiche, kalorienarme, lang satt haltende Mahlzeit zubereitet. Das ist nämlich sehr wichtig. Deswegen Reis, Brokkoli, Hühnchen kann man jeden Tag essen. Wenn ihr mich supporten wollt und ich würde mich wirklich richtig darüber freuen, lasst da bitte einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.